Jetzt können wir noch hier mit Matan reden. Jetzt stinken wir ja nicht mehr. Der Drohnenpilot browste in mehreren unsichtbaren Fenstern und schielte immer wieder auf sein Hyperfon. Jede Bewegung verriet Langeweile. Kumpel, du hast keine Ahnung, was für ein Drecksloch ich gerade stecke. Er führte ein Gespräch mit jemandem. Sein Akzent war merkwürdig. Was geht, Martinez? Mein lieber Scholli, ihr macht hier ordentlich Knete. Klar hätte ich Lust, mit euch abzuhängen, aber du weißt, wie es ist. Ich hab's dir ja erzählt. Ja, noch 5 Jahre diesen Müll. Ich kann diese Scheiße nicht ausstehen. Aber wenn ich fertig bin, dann feiern wir richtig. Genau, Kumpel, und du? Er schaute zu mir und rollte übertrieben mit den Augen. Irgendein Typ von hier will was von mir. Vielleicht eine Kippe? Hau rein, Han. Also, ich bin ganz Ohr. Was willst du? Diesmal meinte er eindeutig mich. Nur, das brauchen wir nicht mehr. Der weiß wahrscheinlich eh nichts. Dieser Mann, Kensu. Der Drohnenpilot zuckte und starrte nun zu mir, anstatt auf die unsichtbaren Fenster. Kensu? Moment, mein Kumpel. Willst du mir sagen, dass der Typ, der gestorben ist, Kensu war? Der Kensu? Entschuldige, aber ich habe den Typen total geliebt. Du hast ziemlich heftig auf die Nachricht reagiert, dass Ken der Tote ist. Kanntest du ihn? Nun ja, nicht persönlich, aber er ist ein Star. Kein Megastar, aber talentiert. Ich habe seine Karriere verfolgt und ihn immer angefeuert. In der Good Abets Juniorenliga hat er 3 Todeslanzentreffer ausgehalten, ohne sich auszuloggen. Das war eine 18 auf der Hammerfield-Skala. Kurz danach habe ich ihm seine Ausrüstung finanziert. Hat mich ein paar Tausend gekostet. Oder nur 1000, hab nicht genau darauf geachtet. Ich weiß rein gar nichts über dich. Kannst du mir etwas über dich erzählen? Woher das Interesse? Ganz ehrlich, du siehst eher wie ein Model aus, als wie ein Außenlegionär. Das ist das Erste, was ich bemerkt habe. Deswegen frage ich. Ich bin für diese Scheiße nicht gemacht, okay? Ich wollte eigentlich sagen, dass du verschwinden sollst, aber da du so scharfsinnig bist... Wir sagen gewöhnlich, was ist deine Geschichte? Meine ist lustig, traurig, etwas chaotisch. Aber das ist ja normal in meinem Alter. In deinem Alter? So altest du gar nicht aus. Ich wäre verdammt wütend, wenn ich nach all dem Geld, was ich dafür bezahlt habe, immer noch alt aussehen würde. Wenn ich eine etwas dreiste Frage stellen darf, wie alt bist du? Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich dieser Frage gerne geschickt ausweichen. Okay, also was willst du von mir? Ja, das hat ja richtig... Das hat überhaupt nichts gebracht, mit dir zu reden. Penner. Na gut. Ich glaube, jetzt können wir tatsächlich nur noch Schlüsse ziehen. Ich schaue noch einmal. Ihr redet eh nicht mit mir. Ah. Was sehen Sie? Er analysierte gelangweilt das Diagramm. Keine Spur von psychoaktiven Substanzen, aber Entkörperung. Ein typisches Scan eines Zockers auf einer Liege. Aber es ist komisch. Haben Sie Ken von seiner Liege genommen? Oder so? Was haben Sie gemacht? Was meinen Sie mit Entkörperung? Das ist Kens Scan. Ich habe ihn gerade eben erst gescannt. Das Scan stammt vom Opfer. Schauen Sie hier, Erregung. Das Gehirn des Jungen zeigt einen typischen Zockermix, bevor er gestorben ist. So nennen wir das Gemisch an Neurotransmittern, das in Zockern zu finden ist. Seltsam. Vielleicht eine Störung im Medibot? Ich sollte ihn analysieren lassen. Nee, ich glaube nicht, dass das eine Störung ist. Irgendwas ist sehr merkwürdig an dem ganzen Fall. Mit dir kann ich leider immer noch nichts machen.
Na gut, dann müssen wir jetzt Schlüsse ziehen. Sondenhypothese. Ach, schauen wir uns alles an. Ken flog mit einem Anti-Escort über den Gehbrücken von Lost City. Er trug einen Ilgen, der eine Animation hautartiger Flügel generierte. Eine MKZ-Sonde hielt ihn für eine Fledermaus und erschoss ihn. Ken hat überraschend wenig Blut verloren. Ken hat eine Schusswunde in seiner Brust. Die Sonden verwenden Plasmawaffen. Ein Plasmastrahl hinterlässt nicht allzu viel Blut, da die Blutgefäße durch die hohen Temperaturen versengt werden. Der Anti-S-Code funktioniert nicht. Ich habe versucht, das Gerät einzuschalten, aber es hat nicht funktioniert. Der Außenlegionär ist überzeugt, dass die KI niemals einen Mann in einem schlechten Kostüm mit einer Fledermaus verwechseln würde. In den Protokollen der Sonde ist kein Schuss vermerkt. Die Sonde hat in den letzten 24 Stunden keinen Schuss abgefeuert, sondern zuletzt vor einigen Tagen. Ja, das ist halt der Punkt, gerade das, was mich darauf schließen lässt, dass es nicht die Sonde war, die ihn abgeschossen hat. Während er auf der Gehbrücke stand. Nein, sie hat ja gar nicht geschossen. Ich will mir erst noch kurz die anderen Sachen ansehen. Unfallhypothese. Ken flog mit einem Anti-S-Gurt umher. Vielleicht suchte er etwas. Vielleicht fand er es. Aber dann hatte sein Gurt eine Fehlfunktion und er ist abgestürzt. Kens Körper wies keine der typischen Verletzungen auf, die auf einen Stoß schließen lassen. Also er ist auf jeden Fall gestürzt. Das zeigt die Überwachungskamera. Dem Anschein nach hat jemand gesehen, wie Ken auf die Gehbrücke gestürzt ist. Und natürlich verrenkte Gliesmaßen. Ich weiß nicht, was Ken vor seinem Tod getan hat, aber seine verrenkte Körperposition erinnert mich an einen toten NPC in einem Spiel. Kens Hirn Scan hat ergeben, dass sein Körper zum Zeitpunkt seines Todes Spuren von Entkörperung aufwies. Ken hatte bei seinem Tod keine Drogen in seinem Körper und auch keinen Brainfix verwendet. Es gibt keine Spuren von Plexen. Der Code, den er verwendet hat, funktioniert nicht. Hier haben wir irgendwas nicht gefunden. Falls Ken nach Low City gekommen ist, weil er etwas suchte, dann hat er es nicht gefunden, außer er hat nach Informationen gesucht. Also der Sturz war auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht die Todesursache. Er hat keine Drogen genommen. Nein, da war nichts in seinem Blutscan. Schusshypothese. Also würde ich eigentlich auch sofort ausschließen, weil der Schuss wurde erst nach Kains Tod abgefeuert. Genau, da bin ich mir ziemlich sicher. Jemand hat Ken erschossen, als er sich in der Nähe der Bar Yetis Coming aufhielt. Bei einer derartigen Wunde würde man viel mehr Blut erwarten. Ken hat eine Schusswunde in seiner Brust. Ken ist möglicherweise ins Kreuzfeuer rivalisierender Banden geraten. Die Kugel hat seinen Körper durchbohrt und ist im Boden der Gehbrücke stecken geblieben. Es war ein kleines Kaliber. Ja, aber das ist definitiv so. Würde eigentlich nur die Spielhypothese bleiben. Ken wurde mit einer Waffe aus einem Spiel in einem Spiel getötet. Das ist doch verrückt. Einen kurzen Augenblick lang habe ich etwas Seltsames auf Kens Arm gesehen. Es sah aus wie eine von Magie verursachte Wunde. Kens Gehirn weist Anzeichen auf, dass er vor seinem Tod entkörpert war, als ob er ein Spiel spielte. Vor seinem Tod war Kens Gehirn mit einem Zockermix überflutet, einem Mix von Neurotransmittern, die nach ein paar Stunden oft bei Gamern zu finden sind. Ken hat Flügel, aber kein Ilgen. Aus Kens Rücken ragen Flügel hervor, aber ich kann den Ilgen nicht finden, der diese Illusion generiert. Für eine Sekunde habe ich ein merkwürdiges Schild über Kens Kopf gesehen. Das Schild zeigte seine Charakterstufe und eine Lebenspunkte an. Ich glaube, das ist die Spielhypothese ist richtig, weil das alles andere passt nicht. Das heißt hier, das ist Unsinn.
Diese Hypothese ergibt auch keinen Sinn. Der Schuss wurde erst nach Kens Tod abgefeuert. Das haben wir gesehen. Mit Hilfe der Überwachungsdrohne. Ja, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie auch klingen mag. Das würde ich sagen. Okay. Ja, das stimmt alles so. Keine Drogen, Schuss nach Kens Tod, vielleicht um das zu verschleiern, wie er tatsächlich gestorben ist. Ja, um etwas zu vertuschen, genau. Sonder hat ihn auch nicht erschossen, das hat das Protokoll gezeigt, keine Drogen. Ja, eine Waffe aus einem Spiel getötet, aber wie wissen wir noch nicht. Das wird wahrscheinlich richtig sein. Ich guck mal, ob man noch irgendwas machen kann jetzt. Nach der Schlussfolgerung. Was sagst du zu meiner Theorie? Nichts. Entschuldigung, möchte irgendjemand meine Theorie wissen? Du bestimmt nicht. Der geht immer. Okay, muss ich weiter schlussfolgern? Scheinbar kann ich vorher nichts anderes machen. Na gut. Dann gehen wir dieser verrückten Theorie nach. Psychoscan. Gut, was passiert jetzt? Hä? Welcher Mann? Der Mann hatte einen intensiven Blick und lächelte geheimnisvoll. Er kam näher und grinste breit. Oh, da sind Sie ja. Ich habe überall nach Ihnen gesucht. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Verzeihung, wo bleiben meine Manieren? Hiru Hamalau. Ich versichere die Verstorbenen. Okay. Ein abgesperrter Tatort ist ein ziemlich kleiner Bereich. Wo waren Sie denn, dass Sie mich nicht finden konnten? Wussten Sie, dass Fragen wie wo oder wann an Bedeutung verlieren, wenn man die Moleküle unserer Körper betrachtet? Interessant, oder? Wie dem auch sei, ich bin mir sicher, dass Sie Ihre Antworten gefunden haben. Vielleicht sind einige von Ihnen unvollständig, aber... Wir sollten besser Kens Psychoscan überprüfen, glauben Sie nicht? Zufälligerweise habe ich ihn bei mir. Was bist du für ein Typ? Ich habe mich sofort nach meiner Ankunft darum gekümmert. Ich wollte Ihnen den Scan geben, als eine Art Belohnung. Sie müssen nur schnell den sogenannten Papierkram unterschreiben, dann können Sie nach Hause, okay? Och, was ist das jetzt schon wieder für eine komische Geschichte? Man sollte nichts unterschreiben, ohne es vorgelesen zu haben. Jetzt hast du nachher noch eine Waschmaschine gekauft. Ich will den Psychoscan haben. Aber ich will nicht einfach irgendwas unterschreiben, wo ich meine Niere verkaufe oder so. Ich unterschreibe gar nichts. Schade, ich nehme an, Sie wollen die Leiche selbst scannen? Dann probieren Sie es mit einer Drohne, einem Medibot oder einem dieser furchtbaren Werbedinger. Und Sie sollten sich beeilen. Mein Angebot steht. Kommen Sie einfach zurück, falls Sie Probleme haben sollten oder es sich anders überlegen. Wo steht der denn überhaupt? Ich sehe den gar nicht. Wo ist der Typ? Ja, also wenn ich es nicht selber hinkriege, dann werde ich ja
den Typen fragen müssen, aber ich sehe ihn gar nicht. Das Problem ist, der hat nicht genug Akku. Das hätte man mir auch mal vorher sagen können, dass ich dann noch einen Psychoscan mit dem machen kann. Klar, mit Drohne. Ich könnte die... Kann ich die hacken? So, nee, das war nur mit dem Werbevertrag. Kann ich die Sonde für den Psychoscan benutzen? Ich darf die doch benutzen. Ja, da muss ich nichts unterschreiben. Zum Apartment zurückkehren, um keinen Psychoscan auszuwerten. Ich weiß immer noch nicht, wo dieser komische Typ rumsteht, aber gut. Ist klar. Kann ich zurück? Wo ist der Typ? Sie sind schon hier. Hervorragend. Haben Sie gefunden, wonach Sie gesucht haben? Perfekt, dann können Sie diesen Ort ja verlassen. Warum sind Sie so fahrig? Ich bin nicht fahrig. Ich möchte nur zurück nach Hause fliegen. Sie doch auch, oder? Kommen Sie, beeilen Sie sich. Wer bist du überhaupt? Ich fragte mich, was mit ihm los war. Heißt das, dass Sie abreisen? Wer ist jetzt Naba? Wer war das? Wir reden noch immer miteinander, auch wenn er es kaum erwarten kann, dass das Gespräch zu Ende ist. Sie blickte durch Naba hindurch und warf mir einen Blick zu, der Abscheu und Besorgnis verriet. Ah, sie kann ihn nicht sehen? Ich habe gehört, dass Game Decks mit arbeitsbedingten Krankheiten zu kämpfen haben. Ich verstehe das. Wir haben auch Probleme. Okay. Deshalb kann ich ihn jetzt gerade auch nicht sehen. Wahrscheinlich. Ich wollte gerade etwas sagen, als etwas an meinem Arm zog. Ich verlor die Balance und fühlte eine unangenehme Hitze in meiner Schulter. Ey, Typ, hör auf. Ist das dein fucking Ernst? Ich bin einfach angeschossen worden. Hey, können Sie mich hören? Ist alles in Ordnung? Meine Schulter war taub und geschwollen. Jemand hatte mir ein Gelverband an der Stelle angelegt, an der mein Ärmel zerfetzt war. Was ist passiert? Haben Sie etwas gesehen? Nicht wirklich, Sie haben eine Schusswunde. Ich habe Sie behandelt, aber den Täter nicht gesehen. Laut Vannon ist eine Person in die Bar gerannt. Sie war zu weit weg, um mehr zu erkennen. Wir hätten den verdammten Eingang bewachen sollen. Als es passiert ist, habe ich mit John Naba gesprochen. Vielleicht hat er etwas gesehen. Wo ist er? John wer? Ich bin gerade auch mega verwirrt, weil der Typ hieß doch irgendwie anders. Der Versicherungsagent des Opfers, der glatzköpfige Typ im Anzug, der hier herumgelungert ist. Erinnern Sie sich nicht? Sie stehen wohl unter Schock. Hier war niemand mit dieser Beschreibung. An einen glatzköpfigen Typen im Anzug würde ich mich erinnern. Ich bin wegen der Namen sehr verwirrt gerade. Ich werde in der Bahn nach ihm suchen. Seien Sie vorsichtig, es sieht nicht schlimm aus, aber durch die Schockwelle der Unterschallkugel ist Ihr Oberarm ziemlich angeschwollen. Gott, Entschuldigung. Unterschall? Haben Sie einen Knall gehört? Ich auch nicht. Kann ich denn später nochmal in die Bar zurückkommen? Sehr verwirrend alles. Haben Sie das gesehen? Das interessiert die einfach nicht.
Ich will auch den Psychoscan auswerten. Ich hoffe, ich kann nachher nochmal zurück. Das hoffe ich sehr. Ja, gut, dann gehen wir halt in die Bar. Schwere Türen und ein Hologramm einer alten, ausgebrannten Leuchtreklame. Ich fragte mich, ob jemand das I absichtlich beschädigt hatte. Kommt ein Game Dick in eine Bar. Stimmt, ein guter Witz.